Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Heute wieder ein kleines Update zu Fred Hauen. Was hat sich getan? Was ist neu dazugekommen? Was habe ich verändert? Wir werden uns heute anschauen den Hafen. Da sind ein paar Details dazugekommen. Dann werfen wir einen Blick da hinten in die Ecke auf die Werft, die dort als Hintergrundmodul gerade entsteht. Ich habe dann noch ein paar kleinere Updates zum Thema Rollmaterial mitgebracht und ich glaube, das wird es dann für heute auch gewesen sein. Ich hole euch jetzt mal ab und wir fliegen einmal über die Anlage. Und damit legen wir dann schon mal los. Den Bereich haben wir uns ja in einem der letzten Updates intensiver angeschaut. Da habe ich jetzt nichts weiter gemacht, aber wenn wir jetzt hier mal reinschauen, dann seht ihr da den Hafen und da haben sich ein paar kleine Dinge getan. Die Verena, die ihr da auf der rechten Seite seht, also den hier, den haben wir uns ja schon ein paar Mal angeschaut gehabt. Aber was ist hier noch dazu gekommen? Also das eine ist, ich habe natürlich jetzt hier so kleine Flaggenmasten teilweise, aber das wollte ich euch einmal zeigen da hinten. Und da braucht man einen langen Arm für. Ich habe hier an den kleinen Segelbootmodellen aus diesem Kipri-Set noch ein bisschen gearbeitet, also hier den Rumpf einmal orange gemacht, dann die Scheiben eingebaut, Positionslaternen eingefärbt in natürlich auch hier rechts, links, rot, grün, also Steuerbord, Backbord und dann habe ich hier ja so verpackte Segel gebaut. Ich versuche das mal genauso, jetzt ist das hier euch auch ein bisschen scharf gestellt. Das ist genauso ein Taschentuch, nur mit blauer Farbe, wie diese Abdeckung hier zum Beispiel von dem Motor. So. Und dann habe ich hier mit Faden einfach noch ein bisschen ein Band hinzugefügt, dass wir so ein bisschen Takelage haben. Das habe ich bei dem zweiten Segelboot hier auch gemacht. Dann sehen die schon mal so ein ganz bisschen realistischer aus. Und wenn wir jetzt mal hier so über den Hafen rüberschauen, ja, mit dem richtigen Winkel sieht das doch schon mal richtig cool aus. Dann habe ich hier die Brandung im Hintergrund und habe hier vorne meinen etwas ruhigeren Hafen, wo aber trotzdem noch die Wellen so reinlaufen. Ja, die Farbe passt nicht zu 1000% zwischen Hintergrund und Hafen hier. Das hängt aber auch mal ein bisschen sehr vom Lichteinfall ab. Dann schauen wir mal weiter. Was gibt es an ergänzenden Updates? Wir haben dann ja, hier im vorderen Bereich habe ich jetzt die Hecke noch ein bisschen umgestaltet. Da bin ich aber auch noch nicht entschieden, wie das hier werden wird neben dem Bahnhof. Also anbieten tut sich ja, dass man hier zum Beispiel eine kleine, ja, ein Ärztehaus oder sowas draus macht aus dieser Villa. Dann hätte man hier eben auch einen kleinen Parkplatz wieder daneben und könnte hier als kleiner Preiser eben durch die Hecke, durch den Durchgang hier gehen zum Eingang. Ja. Ich werde wahrscheinlich hier in das relativ große Bahnhofsgebäude auf der rechten Seite, hier in den Bereich, das zur Polizeistation umfunktionieren, also mit entsprechenden Beschilderungen. Und dann hat man hier auch die Möglichkeit eben, dass die Polizei dort den Parkplatz der DSB mitbenutzt. Seht ihr hier, also ich hatte den kleinen Opel neulich mal mit Decals und so zum Firmenwagen der dänischen Staatsbahn gemacht. Ja, das hat sich hier getan und jetzt kommen wir mal zu einem etwas weitergehenden Update. Das seht ihr hier jetzt schon, da wird es nämlich ein bisschen grün und ein bisschen sandig. Auf den Leuchtturm mit seiner Baseplate gehe ich jetzt nicht weiter ein. So seht ihr ihn aber mal hier im Einsatz, wie er den Anlagenabschluss jetzt darstellt. Was wir jetzt hier sehen, das ist eigentlich noch viel spannender. Und zwar seht ihr hier, das ist die Kante zwischen der Anlage und dem Modul. Und das hier, das ist ganz einfach ein bisschen Wellpappe. Wellpappe, Farbe drauf, ein bisschen Gras reingestreut. Und dann kann man das hier perfekt zuschneiden und sollte mir das mal nicht mehr zusagen oder ich möchte dann hier den Bereich zwischen den Gleisen doch anders ausgestalten, nehme ich es einfach hoch, es ist nicht mal festgeklebt und kann das anders machen. Und das gleiche hier zum Test mal, das ist also jetzt so eine Prüfung von mir, ob das funktioniert, das Prinzip.
ich habe ja hier so ein Gleisdreieck und jetzt seht ihr, hier sind schon ein paar andere Gebäude gerade. Die habe ich aus einem eBay-Konvolut, was ich erstanden habe. Da waren 6 Gebäude dabei und davon habe ich jetzt hier 3 auf der Anlage im Einsatz. Also rechts einmal die Halle, dann hier links, schauen wir mal, ob das geht, so, ja, die kleine Baracke. Und hinten an der Werft, da seht ihr auch den Entwicklungsstand der Werft, ist jetzt auch schon ein weiteres Gebäude. Da schauen wir mal hin. Ich nehme euch mal möglichst nah jetzt hier an die Werft ran. Wir werden kein Detail-Review machen, aber ihr seht hier, das ist die Rampe, wo die Schiffe quasi ins Meer gelassen werden können. Da eingelassen ist ein 9 mm Arnold-Gleis im Boden. Dann seht ihr, wie ich versucht habe, hier so ein bisschen, ja, verdreckten, gealterten Beton darzustellen. Und dann seht ihr hier auch den letzten Stand jetzt von unserem Fischkutter in der Werft gerade. Der hat also auch noch ein bisschen Takelage bekommen und ein paar weitere kleine Details wie Alterungsspuren. Jetzt zum Beispiel eben auch an den, ja, weißen Teilen hier, glaube ich, am besten zu erkennen. Der Rost, den ich hier hinzugefügt habe. Also das ist der Fischkutter, der steht jetzt hier hinten in der Ecke in der Werft. Dann haben wir das Werftgebäude und dahinter das Gleis, mit dem eben, ja, Material in die Werft gefahren werden kann oder aus der Werft abgeholt werden kann. Und das Ganze wird dann hier so ein abgesperrter Bereich. Also ich werde jetzt hier nicht x Bahnübergänge bauen an so kleinen, ja, Schotterwegen, sondern hier vorne kommt ein Zaun hin mit einem Tor oder einer Schranke, eins von beiden. So, dass die Hauptstraße, wenn wir mal gucken, die Hauptstraße, die hier rauskommt, die geht hier, wie ihr seht, so um die Kurve rum. Deswegen geht die hier auch so ein bisschen weiter raus und wird dann hier vorne weiter an der Anlage langlaufen. Ja, ihr seht hier schon so die ersten Versuche auch nochmal mit der Pappe. Das wird also die Straße hier vorne am Rangierbahnhof lang. Und hier sind schon 2 weitere Gebäude aus diesem Konvolut. Das ist also einmal ein kleiner Güterschuppen und einmal so ein weiteres Haus. Die passen jetzt hier eigentlich ganz gut hin. Und jetzt kriegt man so langsam auch eine Vorstellung, wie das aussehen soll. Das heißt, wir haben hier quasi eine Straße, die hier lang verläuft. Ich glaube, ich werde da auch eine Kopfsteinpflasterstraße draus machen. Wir haben dann hier den gesamten Güterabstellrangierbereich. Und von dem kommt man dann eben vorbei hier an diesem kleinen kommunalen Lagerhaus mit der Baracke im Hafenbereich und der Werft eben an den Strand, fährt am Strand entlang um eine Kurve herum, um eben in den Bahnhofsbereich hier einzufahren, entweder um eben Fisch bzw. Krabben zu laden hier an dem Lagerhaus oder eben im Personenverkehr, um vielleicht hier in Friedhauen auszusteigen, falls man hier den Urlaub machen möchte. Das ist so ein bisschen das Anlagenkonzept, was, glaube ich, jetzt auch ganz gut inzwischen erkennbar ist und hier rauskommt. Jetzt habe ich euch gesagt, neben dem Update zur Anlage, und das ist ja, wie ihr seht, hier alles so Work in Progress, Test, ob man mit der Art hier eben so Mini-Module gestalten kann, weil das ist der Vorteil, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen. Diese Pappe hier, die habe ich jetzt zwar hier erstmal provisorisch mit so kleinen Schrauben reingedrückt in die Hartschaumplatte, damit die sich glatt ausliegt, auch wenn da nasse Farbe drauf ist. Die kann man eben einfach so rausnehmen. Die wiegt jetzt momentan ohne Gebäude 100 Gramm, mit Gebäuden 300 Gramm vielleicht. Dann kann man die ganz entspannt gestalten und legt sie dann hier einfach wieder rein zwischen die C-Gleise, und das kann man theoretisch, und das ist eben meine Idee, eigentlich hier überall so machen. So, dann stehen die Gleise auch nicht mehr so extrem hoch raus und ich habe eigentlich eine total modulare Anlage. Deswegen bin ich da ein bisschen am Probieren, was so die beste Methode dafür ist. Ja. Und ansonsten natürlich fehlen hier noch Büsche und alles. Momentan haben wir hier nur eine relativ, finde ich, gut gestaltete Schotterstraße mit unterschiedlichen Färbungen und so. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe, es gibt da ein Video zu, das verlinke ich euch hier auch, zum Thema, wie gestalte ich eben Schotterwege. Das ist hier exakt die gleiche Methode, die ich hier angewendet habe. Sieht einfach jetzt mal ein bisschen anders aus, wenn man eine etwas andere Farbe nimmt. Aber ist, glaube ich, ganz gut geworden. So, und dann habe ich euch angekündigt, es gibt noch ein, zwei kleine Updates zum Thema Rollmaterial. Und da haben wir hier schon mal das erste kleine Update. Und ja, die Lok ist an sich bekannt. Das war aus dem ersten Startset 29074, mit dem ich jetzt quasi vor Beginn der Pandemie oder mit Beginn der Pandemie losgelegt habe. Die Lok, die dabei war. Und ich hoffe, man sieht das jetzt hier so ein bisschen. Jetzt müssen wir vielleicht mal hier in einen Bereich gehen, wo ein bisschen weniger im Hintergrund ist, dass die Kamera sich einfach fokussieren kann. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen Alterungsspuren aufgebracht. Wie habe ich das gemacht? Ich habe dafür wieder die Patina-Farben von Noch verwendet. Im Speziellen ist das hier im unteren Bereich die Patina-Pulver in Schwarzasche, was ich hier von oben nach unten mit dem Pinsel aufgetragen habe. Dann habe ich noch ganz leicht Spuren von dem Patina-Pulver Rost quasi auf die oberen Flächen hier mitgebracht. Also alles, wo man vielleicht von oben so leichte Rostschlieren jetzt bekommen könnte. Seht ihr das hier so in dem Bereich? Da. Ja. Und das war es im Großen und Ganzen. Dann habe ich hier Scheiben überall hinzugefügt. Die Lok hat ja eigentlich keine Scheiben, weil das so ein Start-up-Ding ist. So eine billige. Da kann man relativ leicht dann, wenn man sie auseinander nimmt, Scheiben reinkleben. Da seht ihr aber auch, was hier passiert ist. Ich habe versucht, die jetzt nach dem Patinieren nochmal sauber zu machen, die Scheiben. Und dann habe ich leider das Plastik zerkratzt dabei. Deswegen muss ich die nochmal austauschen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich jetzt vielleicht generell die Scheiben noch ein bisschen sauberer mache. Ja. Der Lokführer hier ist von Preiser. Das Set, wenn ich es finde online noch, verlinke ich euch auch. Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ihn hier auch so ein bisschen schmutzig gemacht, wie ihr seht. Also, dass der jetzt nicht so ganz blitzsauber ist, der gute Mann. Wenn seine Lok es auch schon nicht ist. Ja. Und so sieht die jetzt aus. Ich finde das Ergebnis doch echt überzeugend. Es ist nicht so übertrieben. Also ich mag es nicht, wenn die Lokomotiven so verschandelt werden, in Anführungszeichen, dass man denkt, die müssen eigentlich gleich irgendwie verschrottet werden. Die soll jetzt hier eine, ja, Lokomotive im Normalbetrieb darstellen. Also die vielleicht nicht gestern geschrubbt wurde, die aber eben auch nicht nur noch ein Jahr oder sowas betrieben werden kann und dann von sich aus schon komplett auseinanderfällt. So. Ging eigentlich auch relativ einfach und ganz ehrlich, probiert es mal aus. Gerade mit diesen Startup-Lokomotiven, da könnt ihr nicht viel kaputt machen. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht bei einer 400 Euro BR50 mit allen Pipapo machen oder so, wenn ich das noch nicht gemacht habe, aber so zum Ausprobieren, diese kleinen Startup-Lokomotiven sind da eigentlich gut geeignet. Das war ja auch nicht die erste, also ich habe mich da ganz nach Preis orientiert. Also ich nehme euch nochmal mit hier rum einmal. Dann steht hier nämlich gerade, ganz passend, unsere BR89009. Das ist das absolute Basic Standard Märklin Modell 3000 bzw. 30.000. Die hat von mir auch einen Lokführer bekommen, ein ganz bisschen eben schwarze Pappe ja im Führerhaus, sodass man nicht den Motor direkt sieht. Noch Scheibchen rein und ein ganz, ganz bisschen Patinierung mit diesen Pulverfarben. Und schon wird da eine richtig schöne kleine schmucke Lokomotive draus. Und nach dem gleichen Prinzip bin ich jetzt eben auch vorgegangen bei der BR74, die wir gerade gesehen haben. Ihr seht aber auch hier die DSBMY, das ist die Nummer 39677. Die ist nicht gealtert und die wird auch vorerst nicht gealtert. Die ist mir, ja, irgendwie noch zu schade dafür. Ich finde die schön so in quasi nagelneu. Was ihr aber dahinter seht, ihr habt ja diese Schiebewandwagen vielleicht schon mal im Review bei mir gesehen. Allerdings damals nur zwei. Ich habe jetzt nochmal bei eBay relativ günstig für knapp 10 Euro plus Versand zwei davon ergattert. Das heißt, ich habe jetzt
4 von diesen farbigen Schiebewandwagen hier. Komme also mit meinen beiden Wagen oder mit meinen 3 DSB-Wagen hier von Brava dann in Summe jetzt schon auf 7. Und damit die ein bisschen detaillierter aussehen, diese Märklin-Modelle, habe ich auch ein paar Detailoptimierungen hier vorgenommen. Wir nehmen mal den aus dem Weg. Und zwar habe ich hier die Bremshebel in weiß mit eben oder weißem Hintergrund und dann farbig dann hervorgehoben, so wie das auch bei den anderen Modellen von Brava hier nebenan schon im Standard war. Wir gehen einmal rüber, da seht ihr es. So ist der Standard von Brava und so habe ich das jetzt hier nachgebildet. Dann habe ich die kleinen Haken hier in Gelb gemalt. Und das eben bei allen 4 Wagen. Also hier seht ihr quasi, ich nehme sie mal, die Lütten hier mal aus dem Weg mit ihrem Ladegut. Da ist der 2., der 3. und der 4. Also bei allen 4 Wagen habe ich das gemacht. Der ganze Zug wirkt dadurch, durch diese kleinen Details, jetzt einheitlicher, weil die Wagen eben nicht mehr so einen riesen Unterschied aufweisen, sondern so ein ähnliches Farbmuster überall haben. Das hat richtig gut geklappt und das gleiche habe ich jetzt auch bei eigentlich allen anderen Güterwagen gemacht, wo es noch Not tat. Da hat ja Märklin teilweise so ein bisschen die Unart, die Dinge einfach unbedroht oder unfarbig da unten irgendwo ranzuklatschen. Und gerade bei den günstigeren Wagen ist das so. Holen wir mal einen vor hier. Ja, also das ist jetzt hier so ein günstiger Hochbordwagen mit ein paar Alterungsspuren, wo ich, also an dem habe ich einfach mal rumprobiert. Ne? Der ist jetzt nicht so genial geworden, aber auch hier habe ich die Bremshebel bzw. die Handbremse und den Hebel zum Einstellen der Bremsart dann entsprechend verändert. So, dann fahren wir die mal wieder zurück hier. Das waren so 2 Updates zum Thema Rollmaterial. Dann kann ich euch noch eine ganz krasse Story erzählen. Da denkt ihr gleich wahrscheinlich, oh Mann, was macht der für einen Scheiß? Und zwar kennt ihr hier den kleinen DSB MR aus dem Video. Wenn nicht, schaut es euch an. Total geiles Teil. Ich habe es neulich geschafft, in geistiger Umnachtung hier mit der Bahn rumzufahren. Und ich habe ja hier hinten die Wendeschleife. Die muss ich ja ausklappen, damit ich die Anlage hier ordentlich verwenden kann. Und ja, dann habe ich hier mit dem aus dem Bahnhof raus beschleunigt, schön Gas gegeben und plötzlich macht das da hinten in der Ecke Rums. Und ich frage mich, wieso macht das hier Rums? Und warum kommt die Bahn nicht wieder? Ich hatte es einfach vollkommen vergessen, die Wendeschleife auszuklappen. Ich war so im Tran und ich wollte mich eigentlich ein bisschen entspannen damit und habe das darüber, glaube ich, total vergessen. Ergebnis war also, dass der kleine MR hier mit Vollgas sich von der Anlage verabschiedet hat. Der ist also mit Vollgas wirklich hier, die Anlage hat eine Höhe vom Boden 1,20 Meter etwa, 1,20 Meter tief auf Parkett geflogen. Und das ist ein Lima-Modell von vor 40 Jahren. Da habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich da noch irgendwas wiederfinde nach diesem Sturz. Aber ihr seht's. Also der steht hier noch wie eine 1. Was ist nämlich passiert? Gar nicht mal viel. Und zwar eine Sache ist passiert. Es ist hier vorne der eine Puffer. Das war die Ecke, mit dem das Ganze aufgeschlagen ist. Ein Puffer ist abgebrochen. Und wenn man hier drüben auf die Ecke rauf guckt, sieht man ein bisschen abgeplatzte Farbe. So. Und wenn ihr von hier vorne reinguckt, deswegen entschuldigt, wenn ihr nochmal so ein bisschen komisch fliegt hier, seht ihr gegebenenfalls jetzt so eine kleine leichte Eintrübung hier in der Scheibe. Ja, ganz, ganz leicht. Und die hat da so ein ganz bisschen Druck drauf bekommen. Aber that's it. Mehr war da nicht. Der ist nicht mal auseinandergeflogen. Ich habe den danach wieder aufs Gleis gesetzt. Und der fuhr weiter wie eine 1. Ich habe ihn aufgeschraubt, habe mir innen drin alles angeguckt. Vom Motor, vom Decoder, die Kabel. Also ihr wisst ja vielleicht aus dem Review, wir haben hier die Kabel dazwischen. Auf der einen Seite ist der Decoder, auf der anderen Seite ist der Motor.
Und ich dachte ja, das würde, weil das auch auseinandergeflogen ist, die beiden Teile, das würde jetzt irgendwie alles auseinandergerissen sein. Gar nichts. Gar nichts. Also, einmal hält das aus, ein zweites Mal muss er es hoffentlich nicht erleben, denn das, glaube ich, wird er dann vielleicht doch nicht mehr überleben. Aber es ist zumindest kein unreparabler Schaden entstanden. Es sind jetzt halt ein paar Schönheitsfehler auf der anderen Seite, so ein paar Dellen vielleicht, solche Sachen. Ja. Was ihr auch seht, gegenüber dem Review von dem MR, ich habe hier die Scheiben eingefärbt in weiß. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, den Motor hier zu sehen. Dachte, dann ist das vielleicht so runtergezogene Sonnenschutzblenden oder irgendwie sowas. Sieht im Dunkeln eigentlich ganz nett aus. Und ich habe die Sitzbänke alle in blau gefärbt. Das seht ihr, wenn ihr da reinguckt, das sieht jetzt alles nicht mehr so einheitlich aus. Und wir können ja mal ganz kurz das Licht anmachen. Ich hole uns mal die Mobile Station dafür. So. Dann lasst mich einmal die richtige Lok hier raussuchen. Da ist er. So. Jetzt haben wir hier die Innenbeleuchtung an, dann seht ihr auch ein bisschen besser die blauen Sitzbänke. Ist das jetzt perfekt mit den blauen Sitzbänken? Nein, da müssen noch Figürchen rein und so. Und eigentlich habe ich mir das angeschaut, in Bildern im Internet müsste meiner Meinung nach auch der Innenraum grau werden. Aber gut, gucken wir mal, ob ich so weit komme. Wir machen ja hier eins nach dem anderen. Erstes Update also, die sind extrem robust, also da hat Lima ein sehr robustes Kinderspielzeug gebaut. Gut, das soll es für heute jetzt auch schon mal gewesen sein, weil wir sind jetzt schon wieder bei über 20 Minuten angekommen. Und für ein kurzes Update ist das doch deutlich länger, als ich geplant hatte. Ihr seht, da hinten stehen jetzt auch noch so Wagen hinter dem DSB-Traktor hier. Die sind auch neu, aber die machen wir dann nächstes Mal. Weil sonst wird das hier wirklich viel zu lang heute. Also, soweit für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Ideen, Anregungen habt zu Fred Hauen, dann schreibt das gerne einfach unten einmal in die Kommentare rein. Da freue ich mich auf jeden Austausch mit euch. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt dem sehr gerne einen Daumen hoch und vielleicht findet ihr ja in meinen weiteren Videos auch noch was Passendes. Die sind nämlich jetzt hier auch für euch verlinkt. Also, soweit für heute. Macht's gut. Dankeschön. Ciao.